Zurück im Endlevel des Ends hier bei Minecraft Dungeons, Folge Nummer 97. Und wir heißen euch herzlich willkommen. Ich wollte erst reingrätschen, aber. Nee, ich habe mir so viel Mühe gegeben, wisst ihr, das ist echt jetzt nicht okay. Und nein, wir haben nicht rausgefunden, was wir machen müssen. Weil wir auch gar nicht geguckt haben. Daran, dass wir nicht geguckt haben und zwischen der Donnerstags- und der Sonntagsfolge zwar für euch mehrere Tage liegen, aber für uns gerade nur wenige Minuten. Ja. Ich vermute mal, wir müssen hier drin noch irgendwas machen. Da haben wir irgendwas übersehen oder irgendwas nicht gedrückt. Irgendwie so. Ist denn noch irgendeine Tür zu, die offen sein müsste? Das ist irgendwie eine gute Frage. Da müssen wir irgendwo mal gucken, ob da irgendwie irgendwas ist. Okay. Es wäre natürlich hochgradig bitter. Hier geht's lang. Hochgradig bitter, wenn wir jetzt irgendeinen Bug gefunden hätten, der das den Levelfortschritt. Du musst aber auch über irgendwas Pessimistisches jinxen, oder? I don't know. Ja. Guck mal, da ist ein Knopf, den haben wir nicht gedrückt. Wir sind einfach vorbeigegangen und haben uns hier runter teleportiert. Und ich kann schon bis hierhin. Wow, das war unexpected. Ich kann bis hierhin das Geräusch der Hände hören, die über den Köpfen unserer Zuschauer am Ende der letzten Folge zusammengeschlagen wurden, als wir da vorbeigelaufen sind. Ist halt so. Und wenn ihr das, in der letzten Folge kommentiert habt, dann bedanken wir uns natürlich zum einen für den Kommentar, aber wir haben es selber rausgefunden. Weiß jemand, wo es lang geht? Ach, hier unten, der Spur müssen wir folgen, ne? Könnte lustig werden. Gott. Oh, nee, geht eigentlich. Geschafft. Oh, das okay, Windhorn. Alles gut. Das war wieder ein Windhorn. Das ist richtig, ja. Also im Kern der Aussage maximal korrekt. Nein, ich bin doch so schlecht. Ja. So ein schlechter Spieler. Hä, wir hatten einen Schalker auf unsere Seite gezogen. Ist ja Premium. Das war ich. Aber ich habe mir jetzt auch kaputt gemacht, aus Versehen. Ja, der kommt schon wieder, wenn er wichtig war. Ich will nicht wiederbeleben. Das macht doch Matze dann schon. Lass es. Ja, geht halt nicht. Schalke! Warum machst du den jetzt? Hab ihn umgeboxt. Weil er mir auf den Sack ging. Was ist, wenn wir den brauchen? Nö, nee, brauchen wir nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wieso wir den brauchen sollten, ehrlich gesagt. Niemand auf der Welt braucht Schalke. Haha! Die Doppeldeutigkeit. Insane, Junge. Fühle ich. Oh, ich habe einen Schattendrang, wen kann ich hauen? Dich. Hat ja nicht so viel gebracht. Naja. Ich habe mein Bestes gegeben. Es hat nicht gereicht. Story of my life. Eigentlich so schlimm ist es gar nicht, finde ich. Okay. Also wenn ihr euer Leben scheiße findet, dann fragt einfach Kevin, der sagt euch, so schlimm ist es gar nicht und schon wird's besser. Die Nemesis to never, 0%. Ja, genau. Die Nemesis aller Depressionen, Kevin, sagt einfach, es ist nicht so schlimm. Beruhigt euch euch. Ja gut, ne? Ich hatte halt auch so ein Instant-Glücksgefühl, was mich von oben bis unten erfüllt hat, ne? Als du das gesagt hast. War insane. In jeder Zelle, an jeder Stelle, meinst du? Oh, beschreite nicht diesen Part, Baby. Sonst fange ich auch wieder an zu singen. Davor habe ich Angst. Ich habe es ja nur subtil angedeutet. Ja, das reicht manchmal schon. Ich war kurz davor. Wieso fliege ich? Sorry an jeden, der jetzt irgendwie einen Ohrwurm bekommt. Nach links? Matze ja, folgen, bitte. Mich mit ein, alles klar. Wie ich mir den Schattentrank aufgespart habe, nur um dann in die Luft zu schlagen, weil die sich wegteleportiert haben. Richtig Premium. Stabil, sagst du. Mhm. Das ist komplett stabil, Junge. Sehr schön. Schalker, Schmalker, sage ich immer. Das hat sich ja gelohnt, hier hochzugehen, oder war da was?
Nee. Geil. Oder? Geht die Tür hier auf? Gar nicht. Ja, doch, mit dem Schalker. Ist krass, wie weitläufig dieses Level ist, ne? Also generell, die Endlevels sind alle sehr weitläufig. Verstehe nicht ganz, wieso man da nicht das aufgesplittet hat in mehrere Levels. Das fände ich, hätte ich glaube ich cooler gefunden. Mehr leicht kürzere Level, aber dafür. Gehen wir erst vielleicht hier drei rein, oder vielleicht? So. Ja, wenn wir jetzt alle hier sind, würde ich. Warte, ich schwebe gerade noch. Müssen wir das Ganze mal von oben angucken? Okay, jetzt bin ich ready. Ready Puppetti, sage ich nur. Ready or not, here I am. Ich habe einen Schattentrank. Will sich jemand wegteleportieren? Nein, keiner? Schade. Kennt ihr das Lied noch? Natürlich. Möglicherweise aber. Deine Gesangskunst hat mich gerade nicht überzeugt. Ich habe auch nicht gesungen, ich habe einfach nur vorgesagt. Moment, ich ja. Das war in den 90er Jahren. Bennys Analyse zu Rap. Das war in den 90er Jahren einfach nur deutscher Erfolgsrap. Vorsagen. Also, weiß ich jetzt nicht. Ich erinnere da an die Rap-Legende Oliver Petzokat. What? Oli P. Ah ja. Der Schauspieler, der meinte, auf einmal zu rappen und das Legendenlied von Flugzeuge im Bauch zu covern. Vom ich weiß nicht, ob jetzt Legende das richtige Wort dafür ist, also. Ich glaube, der war so viele Wochen Platz 1 der deutschen Singlecharts, das war schon insane. Das Schnappi war auch mal Platz 1. Ja gut, dann merkt man. Weil die Singlecharts halt einfach nur abgefuckte Scheiße sind. Merkt man, weil es alles klar, Folge demonetarisiert, ich war's nicht. Das kam mir gerade so geil. Alles klar, Folge demonetarisiert, ich war's nicht. Die sag was, Benny. Ich hab mich halt so drüber gefreut, dass ich hier halt nicht der den und jugendfreien Kraft ausdrücken war. Auch wenn ich Bennys Aussage im Kern natürlich zustimmen möchte. Ja, natürlich. Aber. Ja. Also bin ich als nächstes noch dran, oder? Ja, aber das muss natürlich spontan kommen. Weil sonst wäre es ja irgendwie doof. Das ist richtig. Kann es sein, dass wir richtig sind und viel ausgelassen haben? Ja, ne? Nee. Ich glaube nicht, dass wir richtig sind. Okay. Naja, ob du wirklich richtig gehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Oh, wir sind richtig. Also wir müssen dann da hoch und dann geht's weiter. Ah, told you so. Ja. Bleibe doch mal hier, Juri. Ist okay. Kommen wir jetzt trotzdem wieder zurück? Ich denke schon, dass wir hier irgendwie auch wieder zurückkommen. Gestern, ne? Es wäre wirklich an Tragik kaum zu übertreffen, wenn es nicht so wäre. Ah, der als erstes da ist, sagt einfach Bescheid und dann teleportieren wir uns. Nee, aber hier ist glaube ich auch falsch. Hä? Ja, du könntest recht haben. Da und dann links hier über die Plattform sind wir gekommen. Da, wie ist das? Ah, ich bin einfach Navigator 9000 hier. Ich habe keine Ahnung, was Benny da oben macht. Ich habe zumindest schon mal das Schalker-Rätsel gelöst. Oh, toll. Also, was heißt Rätsel, aber. Schön, Benny. Das ist super. Ja, schön, Kevin. Kannst du das auch mal deine Stimmfarbe sagen? Okay. Schön, Benny. Das finde ich nice. Besser? Nee. Wie nee? Doch. Nee. Hä? Wie kommt man denn da rüber? Ich bin drüben. Ah, ich habe mich zum Matze teleportiert. Das war ein Fehler. Yep. Nee, du bist nicht drüben, Kevin. Du bist da, wo wir hergekommen sind. Naja, da wollen wir ja auch hin. Nein. Ich auch. Nein. Na doch. Na, wo denn sonst? Hä? Was? Hier haben wir doch noch was. Ach, stimmt, hier haben wir auch noch was verpasst. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf der Uhr. Ja, das, davon bin ich. Ja! Was? Der Anfang und das Ende! Jawohl! Schön, freut mich für dich. Kannst du das bitte auf deiner Stimmfarbe sagen, Benny? Nö. Ja, willst du da auch noch rein, Benny, oder nicht? Ach so, da gab's eine Kiste mit einzigartigem Gegenstand. Also nee, ich hatte nur Smaragde. Achso. Achso, dann war das wahrscheinlich die grüne Rüstung, die da rumge... Hallo Kevin, Schimmel, wie geht's da oben? Ich hab nicht hingeguckt, ich war im Menü gerade. Achso. Blab. Boah. Boah. Ach, hier unten geht's nochmal wohin. Komm mal hier runter, Benny, bitte. Lass mal kurz aufräumen. Ja, das kannst du auch später machen, ne?
Erstmal Büro aufräumen. Muss jetzt nicht hier aufräumen. Alter. Hä? Ich hatte jetzt was Einzigartiges in einer normalen Kiste. Verdammten Armbrust. Das ist jetzt bitte nicht demonetarisieren, YouTube. Ich habe nicht geflucht. Die heißt so. Aber es ist eh schon demonetarisiert, also ist egal. Der große Witz an der Sache ist ja, dass wir unsere Videos sowieso nicht monetarisieren. Zum einen, weil wir es nicht können, zum anderen, weil wir es momentan auch gar nicht wollen. Hat irgendjemand von euch einen Schalker dabei? Einen Schalker? Nee, gerade nicht. Ich habe hier aber noch ein paar Gegner dabei. Na, ist jetzt egal. Der Schalker ist wichtiger. Okay, cool. Hier, Benny, lass mal auf Matze warten. Ah, die kommen jetzt schon durch. Okay, warten nicht auf Matze. Bin doch schon da, alles tutti. Putz. Hä, wieso habe ich den jetzt nicht getroffen mit meinem Liebesmedaillon? Vielleicht habe ich ihn gerade in dem Moment weggepustet. Das wäre natürlich an Tragik kaum zu übertreffen. Oh, ne. Schon wieder ein Schalker, ey. Oh, muss man hier viele Treppen steigen, ey. Ich sag's euch, danach wird mein Body sowas von gestählt sein, wenn ich hier durch bin. Okay. Oh, lol. Hier gibt's eine Kiste hier oben. Alles klar, da hol ich mir meinen grünen Loot. Noch nie so viel Enthusiasmus in der Stimmfarbe gehört für grünen Loot. Jawollo! Yes, Smaragde! Wie viele Smaragde habt ihr mittlerweile? Ich bin gerade bei 16.300. Oh. Sorry! Sagt's halt was! Ja, nee, war eh zu spät. Super! Ah, macht es eh tot, alles klar, wollen wir nicht mehr anfangen. Ja, habe ich mich tatsächlich nicht gesehen, to be honest. Das sah irgendwie lustig aus. Sorry. Ich habe da ein Faible für, in solchen Sachen Lücken zu finden. Ne? Ich weiß, ihr guckt wahrscheinlich die Kontrollfolgen nicht, aber da ist das mein Markenzeichen. Doch, wir gucken jede Kontrollfolge. Ja, ja, ist schon klar. Ja, das Spiel ist total geil. Worum geht's? Um Kontrolle. Um Catherine. Nee. Es geht um Catherine. Doch. Robert? Was? Nee, ja, keine Ahnung. Ich droppe einfach. Wirfst jetzt einfach. Wirfst jetzt so lange mit Namen, bis der dabei ist, der richtig ist, oder was? Mhm. Caroline. Ja. Norbert. Beides richtig, der heißt Hubert. Caroline Norbert. Rüdiger. Carlos. Nein, ich bin ja fast tot. Shania. Was? Wer nennt sich denn Shania? Shania Twain. Ja, na, das ist ein Künstlername. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die Kanadier. Ich werde sterben. Okay. Schön. Doch nicht. Nee, scheiße. Ah, ich bin tot. Could you please help me? Out here. Ja, würde ich ja machen, wenn der hier nicht Regeneration und dies, das, Bums hatte. Hätte. No, what the fuck? Nein, hallo. Joa, alles klar, ne? Muss ich regeln, okay. What the fuck? Nein, hallo. Schön. Doppelter Schaden, Regeneration und rasend. Okay, cool, mach ich. Danke. Was bist du denn? Reaper? Ja, hau ich weg. Okay. So. Das siehst du, geht doch. Der Trick ist nämlich, den Creeper einfach mitten in die Fresse zu boxen. Ja, nice Trick. Also nicht einfach nur irgendwie auf eins seiner vier Stummelbeine oder in seinen Körper rein. Nee, richtig ins Gesicht muss der sitzen hier. So, jetzt haben wir hier alles erkundet und können wir den gesamten Weg wieder zurücklaufen, richtig? Nö, können wir nicht, da geht's noch weiter. Da ist doch noch ein ganzes Stück, wo es weitergeht. Hey, wo? Du musst halt nur in die andere Richtung laufen. Ja, ne, ja. Ist halt nur irgendwie... Die Tür hier aufmachen. Insane weit, aber hier geht's ja auch lang. Wieso ist es denn hier auch richtig? Egal. Ich glaube, das andere war gar nicht richtig. Das war der Wegmarker, der zurückging, den wir da immer gesehen haben. Kann das sein? Oh, ich weiß. Desh Kosai. Schade, dass da keiner gewartet hat, damit wir uns jetzt porten können. Da drüben ist eine Höhle, da können wir kurz rein, wenn wir da hier durch sind. Vielleicht ist das die Höhle, aus der wir dann theoretischerweise rausgekommen wären. Ja, sagen wir einfach mal, es ist so, ne? Also...
Level up. Behaupten jetzt einfach mal, dass das sei genauso. Wir erkunden das jetzt einfach backwards. Hier rein. Na, dann halt nicht. Reverse Engineering. Kannst du mal ein bisschen warten? Ich klebe! Ich bin ein bisschen warten. Ich bin der Kevin. Ich bin hier die ganze Zeit nur am Rumnähen. Also fairerweise muss man sagen, dass... Oh Gott. Ich bin tot. Ich kann nichts tun. Ich belebe irgendeinen wieder und ich will aber nicht. Doch, erstmal das TNT wegwerfen. Gut, ich brauche TNT. Das hat mich nur gestört in meinem Flow hier. Belebe mal bitte Benny wieder. Ja, ich versuch's ja. Jetzt bin ich selber down. Mach mal bitte den Enderman tot. Okay, mach ich. Danke. Kein Problem. So voller Inbrunst, das TNT weggeworfen. Das musste weg, es war extra zum Abgrund gelaufen. Man hätte das jetzt können schon irgendwo appreciaten, dass ich solo den Enderman noch gekillt habe, aber. Gut. Ja, hast du gut gemacht. So vorhin auch nicht appreciated, dass ich dem Creeper in die Fresse gehauen habe. Habe ich nicht gesagt, nice gemacht, Matze? Glaube ich nicht. Okay, sorry. War nice gemacht, Matze. Danke, war nice ja, gemacht, Kevin. Oh, danke. Fühlt sich so gut an, oder? Ja. Nee, es ist eigentlich ziemlich ekelhaft. Benny ist so anti heute, ne? Oder? Hey, ich bin doch nicht anti. Siehst du? Hä, bist du doof oder was? Ich bin doch nicht anti. Touché. Hast du einen Arsch offen oder was? Ich bin doch nicht anti. Ich bin voll für euch, du Sacklappen. Sacklappen. Was ist denn ein Sacklappen? Digga, macht ein Endergesandter. Pfeile einsetzen einfach, Leute, ne? Ja, ja. Wir dürfen recht, alle genug Fall. Haben. Manchmal braucht Benny die gleiche Behandlung wie ein Creeper. Mitten in die Fresse? Ja. Ja. Wenn der halt wenigstens mal stehen bleiben würde, aber nein, der teleportiert sich halt immer woanders hin. So anstrengend, dieser Typ einfach nur. Oh boy, ich überlebe das schon. Stimmt. Nein! Ich doch nicht. Das war actually nice gemacht, Benny. Ja. Ja, total geplant und so. Ja, ja, war's auch. Richtig gut. Ich bin vor Panik, vor allem nachdem ich wiederbelebt wurde, erstmal ins Menü gegangen und dachte so, nein, lass mich raus. Erstmal ins Menü, so, warte mal, ich mach mal verzaubern hier. Ja, erstmal, ne? Erstmal gucken, was wir so im Inventar haben. Ein bisschen analysieren, ein bisschen sortieren, ein paar Sachen verwerten, weißt du schon Bescheid hier. Ja, das, was man halt so macht zwischendurch. Au! Da kommen Männer geflogen vor meine Füße. Ich bin doch kein Creeper. Dachte mir auch so, ey, Matze. So, du kriegst jetzt hier ins Maul. So landest du also, wenn du ins bei Ryanair buchst. Nice Flame, though. Nee, muss ich zurücknehmen. Hab ja gar nicht, kann ich ja gar nichts zu sagen. Ich bin noch nie mit Ryanair geflogen. Siehst du? Ich bin in fact erst ein einziges Mal geflogen und das war mit EasyJet und das war eigentlich ganz cool. Bist du erst einmal geflogen? Ich bin erst einmal im Leben geflogen, ja. Okay. Ich bin noch nie geflogen. Du bist noch nie geflogen? Ja, jetzt nee. Hört's halt auf. Also, Flugsimulator zählt vermutlich nicht, ne? Nee, nee, das zählt nicht. Nee. Und selbst da bin ich ja nicht wirklich geflogen. Hast du auch wieder recht. Hoch auf die Fresse! Nee. Ich hab dir nicht zugehört. Was war? Naja, du hast mir zugehört. Zünde ich eigentlich meinen Pilz so selten? Bin ich irgendwie dumm oder so? Nee. Ehrliche Antwort? Ja, bitte. Nee, ich denke nicht. Vergiss einfach mal. Okay, krass. Ja. Siehst du, Benny, so ist man nicht anti. Hä, ich hab doch... Oh, der war doch... Zugeben, da war es gerade schon ein bisschen out of nowhere, Matze. Ich verstehe noch nicht ganz, wieso wir hier eigentlich sind.
Also was ist das Ziel, worauf wir hier gerade hinarbeiten? Ich sehe weder einen Gegner noch, also einen großen Gegner noch irgendwie Kisten oder so. XP. Gerade allgemein ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation hier. Einfach nur XP. Okay, cool. Ja. Bringt aber halt nicht viel. Egal. Jeder Erfahrungspunkt ist ein Erfahrungspunkt. Da ist eine Kiste. Ah, eine Kiste, siehst du? Ich hab's euch doch gesagt. Bei mir habt ihr es zuerst gehört. Benny, willst du nicht nochmal zurückkommen? Ich hab's doch bekommen, meinen weißen Loot. Nice. Das freut mich für dich. Hm. Das glaube ich dir wirklich. Nein. Das, ach Mann. Denkst auch, ich wünsche dir nur das Schlechte, oder? Nö. So, wo ist denn eigentlich Benny? Da hinten. Ach, der ist schon da vorne, okay. Komm hinter vor euch. Okay, cool. Benny spielt schon mal durch. Wie ein Grounded. Ist echt so. Hab schon mal durchgespielt, Leute. War schön. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Nee, das war mein Schlüssel. Okay, ich hab keinen Schlüssel gefunden. Jetzt lass mich hier rüberschweben, Junge. Wenn ich das will, dann wird das gemacht. Jawohl. Keine Diskussion. Ey, was bist du denn? Geh weg. Mach mal. Wo ist eigentlich mein Haustier? Ja, wenn du so ankommst, schon mal gar nicht, Benny. Na gut. Kämpfe dir einen Weg über die Brücke. Da fehlt ein Frei, oder? Nö, muss nicht. Kannst du auch ohne das Frei. Ja, klingt aber irgendwie weird. Ach, wieso? Ja, finde ich aber auch. Wir sind im Land der Dichter und Denker, also. Also. So weird finde ich das jetzt gar nicht. Dichter und Freiheit. Ich zweifle seit ein, zwei Jahren so ein bisschen an. Also zumindest das mit den Denkern. Seit ein, zwei Jahren erst? Ja, so richtig halt. Wo ist denn der Enderman? Oh, hier. Der steht irgendwie in der Mitte und... Nee, okay. Bam! Oh, nimm das! Enderschmender. Hä? Was ist das denn? Ach, Schwebeschuss haben die. Mann! Brauchst du was Einzigartiges? Nee, kann ich Level verwerten. Hör mal auf, dich weg zu teleportieren. Ich will dir einfach nur die Fresse polieren. Oh Gott. Ja. Ich hasse Würmer. Wieso muss es der Wurm sein? Echt? So schlimm? Ja. Ja, das ist schon ziemlich. Sag schon mal jetzt, wir werden die Pfeile brauchen. Sieht irgendwie lustig aus. Okay, cool. Irgendwo kommt ein Zelt ein bisschen, ne? Wir werden Pfeile brauchen, Benny, alles klar, ich box sie. witziger Fun Fact, lieber Kevin, ich habe keine Pfeile. Ja, ja, das ist das Tragisch. Ich habe mir mal versucht wegzupusten, hat nicht funktioniert. Der Brummer ist zurück. Der ist über mich drüber gerollert. Ich könnte mir vorstellen, dass der wieder irgend so einen richtig fiesen Dick-Move hat, wie es der Erz-Illager im richtigen Spiel auch schon hatte, falls ihr euch erinnert. Bleibe doch mal stehen, Juri. Alter, der macht mich gerade fertig hier. Ich renne nur von A nach B und immer wenn ich da bin, verpisst er sich wieder. Jetzt bleibt. Ach Mann! Machen wir dem auch gerade keinen Schaden, kann das sein? Doch. Na, weil ich halt nie rankomme. Jetzt gerade mal, weil er da rumsteht. Wow, okay. Was geschieht jetzt? Er zieht uns in die Leere. Nein! Ich habe extra viele Kartoffeln gegessen, damit ich jetzt schwer genug bin. Aber Kartoffeln sind gar nicht mal so kalorienreich. Ich bin tot. Wieso? Ja. Ich weiß es nicht. Frag mich bitte nicht, warum ich jetzt gestorben bin. Ich kann es dir nicht sagen.
die machen relativ viel Damage. Und du meinst so, dass mit den Kartoffeln? Achso, bei mir war niemand tatsächlich, deswegen habe ich nicht verstanden. Also wir hatten ziemlich viele Endermeisen, die haben auch in Summe nicht wenig Schaden gemacht. Okay, ja, dann verstehe ich. Bleibe doch mal, Mann, du gehst mir auf die Nüsse. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, ne? Müssen wir irgendwie die... Wow! Da nicht reinlaufen. Ja, was willst du denn da machen? Nicht reinlaufen. Insta-kill die Dinger. Nicht reinlaufen. Ich bin doch auch nicht reingelaufen, nicht ein einziges Mal. Jetzt habt euch doch mal nicht so. Ja, schön. Hat noch jemand so ein Schild dabei? Nee. Ich leider auch nicht. Kann mich jemand wiederbeleben? Muss ich mal kurz den Mensch machen? Okay. Hab mich für Matze wiederbeleben entschieden. Das ist übelst lieb. Ja, war eher fürs große Ganze gedacht. Ich lass mich mit dem immer überfahren, ey. Was für Scheiß. Ja, cool, okay, aber wenigstens bin ich bei euch gelandet, finde ich nice. Danke. Hoppala. Aua. Ja, macht das schon, ne? Ja. Der Wurm shakt sein Booty. Das ist der Punkt, um Damage zu machen. Die haben Schärfe, die Endermites. Oder wie es im Deutschen heißt, Endermilbe. Endermilbe. Jalapeno-Milben. So, Obacht, der zieht in die Leere. Ja, ja. Hör auf! Ich möchte nicht in die Leere gezogen werden. Sorry, jetzt tragisch. Ich bin tot. Müsst ihr mal jetzt auch mal ohne mich carryen? Das kommt überhaupt nicht in Frage, wir beleben dich einfach wieder. Naja, mehr nicht, ja. Danke. Total easy. Ja, ist ja auch nicht schwer. Hab ich wieder Pfeile? Nee, woher auch, ne? Ich hab noch 190. Das ist gut. Ich mach einfach weiter meine Faustattacke. Bendy, du hast nicht noch so einen Teil. Oh, doch, der wird jetzt wieder das. Ne? Müsst jetzt mal ein bisschen. Ich dachte, ich war in Deckung. Nee. Literally, keine Ahnung, wie Kevin das macht, ey, ohne Scheiß. Bin einfach ein Tänzer. Das ist wirklich ja, so, Kevin ey. Ist in der Matrix. Ich bin einfach ein Tänzer, Jungs. Also, könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Got the moves like Jagger. Jetzt komme ich da aber, glaube ich, nicht mehr rein, oder? Wenn der sich in der Mitte aufhält. So, ohne Pfeile kann ich da literally nichts machen. Vorsicht, der macht's gleich nochmal. Ich versuch's. Nein! Warum? Ich konnte nicht mal mehr ausweichen. Ach, die Wände explodieren auch. Deswegen bin ich, glaube ich, vorhin gestorben. Nee, ich habe literally immer noch keine Ahnung, wie. Das ist echt erstaunlich. Ich bin auch wirklich jedes Mal der Letzte, der überlebt. Danke. Ne? Also, ja, du hast da irgendwie den Dreh richtig raus, ne? Ich bräuchte halt tatsächlich auch mal einen Heiltrank, also... Ich kann dir ein Heil-Item hinstellen, wenn dir das was hilft. Das wäre auch nice, ja. Sowas habe ich. Oh, endlich kommt man wieder raus hier. Sag mal, regeneriert er sich? Wir waren doch schon mal weiter. Nee, wir waren noch nie weiter. Echt? Ja, echt. Aber sieht ganz gut aus. Ist ja mühsamer als Vollkornreis kochen, ey. Wahnsinn. Ich hab noch nie Vollkornreis gekocht, du mir. Das dauert echt lang. Ist mühsam. Sonst, naja, mühsam ist es nicht. Es ist lang. Es dauert halt einfach lang. Das ist basically alles. Ich will bitte, dass du die Folge Tänzer Kevin nennst. Danke. Alles klar. Das haben wir ja mal richtig... Na, wobei, warte mal. Vielleicht kommt noch was. Ich kenne den Boss ja noch nicht. Kann ich mir so einen Teil von dem mitnehmen? Ach Mann. Du hättest ja auch einen Tschernobyl-Brennstab über den Kamin gehängt, hä? Ja, klar. Alles fürs Andecken. Oh cool, ich habe nochmal Anfang und das Ende gekriegt. Schön. Was habe ich eigentlich gekriegt? Ich hab's auf... Ich auch. Aber es ist schlechter als mein letztes Anfang und Ende. Genauso gut wie mein letztes, to be honest. Oh, die Musik ist gerade echt schön chillig und entspannt, so nach dem Deep Fight. Und nochmal ein leeren Bogen. Ruf der Leere. Ein einzigartiger Bogen. Oh, den will ich auch haben. Ja, den gebe ich nicht dir. Nee, alles gut. Ruf der Leere hat Kevin auch gehört, deswegen hat er seinen Beruf ergriffen. Ich höre zwar eh nichts, aber egal. Party! Sagt irgendwer was? Noch nicht. Oh Mann.
Ich würde es echt gerne hören, so auch fürs Feeling. Guck dir halt die Folge an, Kevin. Na gut. Es war ziemlich mies, dass die Schweine braten und ein Schwein davor steht. Endlich vom Einfluss der Kugel befreit. Doch auch wenn die Geschichte nun zu Ende geht, ist die Arbeit eines Helden nie ganz getan. Solange es Abenteuer gibt, werden sich Helden auf den Weg machen. Na, das hört sich doch schon sehr danach an, als würde da noch was kommen. Ich bin mir eigentlich sogar relativ sicher, dass noch was kommt, weil das Spiel läuft, glaube ich, echt gut für die Entwickler, also auch für Microsoft und alle, die da dahinter stehen. Also entweder es kommt neuer Content in Form eines Minecraft Dungeons 2. Jetzt kriege ich Totem der Abschirmung. Danke. Leeren Köcher. Nice. Hat ja funktioniert. Und der Schmied ist auch ready. Was wir natürlich nicht gemacht haben, ist, bevor wir hier raus sind, uns eine Glücksdingens zu verzaubern. Das müssen wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt nach Loot grinden in den nächsten Folgen, wenn wir das tun sollten, sollten wir das auf jeden Fall machen. Ja, Glück des Meeres Verzauberung. Wenn wir das tun sollten, sollten wir das auf jeden Fall machen. Sorry, aber das war irgendwie... Merkst du selber, ne? Es ist spät, okay? Ja, ja, klar. Es ist spät. Das ist es doch immer. Wir haben heute wirklich sehr spät aufgenommen. Oh, das ist geil, Alter. Zum Verhängnis bist du geworden. Eine geile Sau, Benny. Sorry. Alles klar. Also, für den Fall, dass ihr das jetzt noch nicht gemerkt habt, Benny und Kevin nehmen sich jetzt ein Zimmer. Und wir klinken uns an dieser Stelle, glaube ich, lieber aus, weil es gibt einfach ein paar Dinge, die sollten ihr Geheimnis wahren. Und das gehört definitiv dazu. Ja, aber, Mensch, wir haben den End-DLC durchgespielt. Das war nochmal ein krasses Level und ich, ja, wir hatten recht, es war ungefähr die Hälfte, wo wir vorhin aufgehört haben. War ganz gut getimed. Also, so ein End-Level, da muss man tatsächlich eine ganze Stunde für einplanen, um das zu spielen. Das ist schon echt ziemlich lang. Es gab zwar schon vorher Levels, die relativ lang waren, aber ein ganzer DLC in dem Umfang ist schon was anderes, nochmal eine andere Hausnummer. Deswegen waren es wahrscheinlich auch nur zwei Level, plus man musste halt vorher die Augen suchen, wenn es auch nur einmal der Fall war. Ja, aber der DLC ist durch. Und damit haben wir tatsächlich auch den kompletten Season Pass durchgespielt. Krass, Mensch. Und jetzt sind wir genauso gespannt wie ihr, was möglicherweise an neuen Inhalten kommt. Ob neuer Inhalt kommt, ich bin mir relativ sicher, dass neuer Inhalt kommt. Und da blicken wir mal einfach ganz gespannt auf den 16. Oktober diesen Jahres. Da gibt es nämlich einen Minecraft-Livestream, beziehungsweise das Minecraft-Live-Event, wo immer neue Dinge vorgestellt werden. Da wird es auf jeden Fall neuen Content zu Minecraft selbst geben. Ich habe gehört, es soll auch wieder eine Mob-Wahl für Minecraft geben. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass auch da neuer Content zu Minecraft-Dungeons angekündigt wird. Das war ja auch letztes Jahr schon der Fall. Also, bleiben wir auf jeden Fall mal dran, schauen, was kommt. Und für diese Folge soll es erstmal gewesen sein. Wir wünschen euch jetzt einen wundervollen Sonntagabend und hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Ach so, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, ne? Glaube ich. In der nächsten Folge gibt es wieder einen Special Guest. Und der ersetzt mich, weil ich nämlich nicht mehr reden kann. Deswegen gibt es einen Special Guest. Also, seid gespannt. Ich bin im Urlaub. Spoiler-Alarm, es ist nicht Anni diesmal, denn die fährt mit in Urlaub. Ihr bekommt einen anderen Special Guest, aber ich kann euch versichern, ihr seid in maximal fähigen Händen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt aber wirklich Tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, macht's gut.